Grüezi wohl, mein Name ist Stefan Wawrika. Ich bin Magen-Darm-Spezialist in einer eigenen Praxis und ich beschäftige mich regelmäßig mit chronisch entzündlichen Darmkrankheiten. Das Problem von der NSAR oder von der sogenannten nicht-steroidalen Antirheumatika ist, dass man die auf der einen Seite recht häufig einsetzt. Das sind sehr wirksame Medikamente, Schmerzmittel. Patienten mit chronisch entzündlichen Darmkrankheiten haben auch regelmäßig Schmerzen. Darum würde man gerne ein gutes Medikament einsetzen. Das Problem ist, dass die NSAR aber dazu führen können, dass es einen Schub gibt von der chronisch entzündlichen Darmkrankheit. Und darum empfiehlt man eigentlich lieber nicht, dass man solche Medikamente einsetzt. Es gibt natürlich neben der sogenannten NSAR noch andere Wirkstoffgruppen, die man einsetzen kann. Dazu gehören zum Beispiel opioidähnliche Substanzen oder auch Substanzen wie Novalgin oder sogenannte COX-2-Hemmer. Gerade bei den COX-2-Hemmer ist es so, dass die sehr ähnlich sind wie nicht-steroidale Antirheumatika und bis zu einem gewissen Grad dürfen die dann aber eingesetzt werden bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmkrankheiten. Das heisst, die machen dann nicht so häufig Schübe, wie es bei der NSAR beschrieben wird. Das Problem von der nicht-steroidalen Antirheumatika ist, dass sie eben Schübe auslösen können. Und bei jedem Patienten verläuft ein Schub unterschiedlich. Bei den einen Patienten die haben eher Bauchschmerzen, andere Patienten haben eher blutigen Stuhlgang oder haben zum Beispiel vermehrt Stuhlgang. Das heisst, das tut nicht bei allen Patienten sich gleich präsentieren. Jetzt kann es natürlich sein, dass Patienten mit chronisch entzündlichen Darmkrankheiten trotzdem Gelenkschmerzen haben, die auf so die üblichen Medikamente nicht gut ansprechen. Dann kann es vielleicht selten mal richtig sein, dass man dann über eine möglichst kurze Zeit, in einer möglichst tiefen Dosis, dann doch so Medikamente einsetzt. Aber generell gilt, man sollte immer versuchen, andere Alternativen einzusetzen. Die häufigste Frage dann von Patienten mit chronisch entzündlichen Darmkrankheiten ist, ja, wenn ich die NSAR nicht kann einsetzen, welche kann ich dann sonst einsetzen? Und da tue ich eigentlich recht häufig dann Medikamente einsetzen, wie zum Beispiel Dafalgan, Panadol. Das wäre möglich, dass man das einsetzt, ist aber meistens nicht wirklich gut Schmerz- oder gegen Schmerzen wirksam. Man kann dann Novalgin einsetzen, das wird auch sehr häufig verwendet. Oder dann halt für stärkere Schmerzen muss man sich dann überlegen, dass man dann vielleicht andere Medikamente einsetzt, wie zum Beispiel Morphium-ähnliche Medikamente. Es ist ein grosser Verdienst von CCS, wo in Zusammenarbeit mit Mediservice jetzt eine Liste herausgegeben hat, wo eigentlich so die in der Schweiz gängigen nicht-steroidalen Antirheumatika zusammengefasst sind. Und die Liste die ist auf der Homepage von der CCS frei verfügbar und abladbar. Und ich empfehle eigentlich meinen Patienten mit chronisch entzündlichen Darmkrankheiten, dass sie eben die Liste, wenn möglich, mit sich tragen. Und dass, wenn man ein Medikament bei diesen Patienten dann will einsetzen, dass man dann eben den Arzt darauf aufmerksam macht, dass es gewisse Medikamente gibt, die man, wenn möglich, sollte vielleicht verhindern sollte.